don't care what. New York City, Freitag im November. 10 sehr junge, ziemlich nackte Knaben und ein hübsches Mädchen, die mit leeren Pinseln auf weiße Blätter malen. Die Gäste sind ein typischer Downtown-Mix. Fotograf David Benjamin Sherry, die Künstler Slava Mogutin und Brian Kenny, das Gesamtkunstwerk Benjamin Liu, ein Weggefährte von Halston und Andy Warhol. Der Künstler Terence Koh hat für die Marke Converse einen Schuh entworfen, der heute Abend präsentiert wird. Der Turnschuh ist weiß und minimalistisch, genau wie die Arbeiten des Künstlers. Die DJs nennen ihr Musikprogramm an diesem Abend Project Ketamin, in Anlehnung an eine Model-Casting-Show mit Heidi Klum und an eine Droge, die eigentlich seit langem aus der Mode ist. Das Prinzip Terence Koh lautet, auf allen Partys dabei sein. Seine eigenen sind in der Regel besonders interessant.